Miau, willkommen zurück zu Resident Evil. Ein organisatorischer Part. Aber das wird ja nicht den ganzen Part lang dauern. So. Hier ist alles grün. Ich mache das auch nicht für das ganze Haus jetzt, sondern nur für den Bereich, in dem wir hier jetzt sind. Hier zum Beispiel. Nee, hier genau nicht. Hier kommen wir dann gleich hin. Oh, da war auch ein Lichtschalter, der auf jeden Fall so aussieht, als ob wir was damit tun können. We will see. Nein, in den Flur will ich natürlich jetzt erst noch. Und in die kleine Abstellkammer. Das ist mir jetzt schon wichtig. Und eigentlich will ich auch das grüne Kraut bei der Schlange mitnehmen. Weil dann müssen wir da sicherlich auch nie wieder hin. Ich habe übrigens nicht gespeichert. Ich bin ganz sparsam. Was eigentlich dumm ist, weil wir die Schlange gemacht haben. Naja. Ich finde, das sind halt solche Eckpunkte im Spiel. Da könnte das Spiel auch selber mal einen Speicherplatz springen lassen, oder? Also so ein automatisches Speichern. Das wäre eigentlich sehr nett. Und es ist grün. Perfekt. Kombiniere ich direkt. So. Abgehakt. Aber ich schätze, wenn ich den Orga-Kram jetzt fertig habe und zurück zur Kiste gehe, dann werde ich wahrscheinlich doch mal speichern. Genau. Das Problem ist halt auch einfach immer, dass ich ja nicht weiß, was wann wo kommt, weil es blind ist. Dann würde ich ja natürlich vorher, wenn ich weiß, da kommt jetzt mal wieder ein recht großer Gegner, würde ich ja dann direkt die Magnum mitnehmen oder so. Aber für die ganz normalen Sachen hier, jetzt will ich die eigentlich nicht benutzen, weil ich so wenig Moon dafür habe. Kombinieren wir auch direkt. Und der Flur ist grün. Ah, das tut schon gut, ne? Ich finde, das macht Spaß. Und die Magnum. Und auch dieses Kämmerlein ist grün. Perfekt. Juhu. Seht ihr, hat nur 5 Minuten gedauert. Und wir haben so viel erreicht. Dafür gehen wir jetzt speichern. Und dann nehmen wir mal die beiden Wappen mit. Welche Tür? Nee. Die Tür. Ach Gott. Oder? Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. Oh je.
doch da rein. Oder? Jetzt hat es die ganze Zeit so gut geklappt. Doch, ja, klar. Ach, das ist schön. Haben wir denn hier unten noch? Ja, hier sind noch, hier ist noch eigentlich eine ganze Menge, die wir noch machen müssen, ne? Ja, also wir haben eigentlich viel zu tun. So ist ja nicht. Wie viel passt da eigentlich rein? Wahrscheinlich auch nur 6, ne? Aber ich kann ja mal probieren. Ja, okay. Das heißt, wir haben 18 Schuss für die Magnum. Vielleicht soll ich die halt mitnehmen, anstelle von dem Granatwerfer. Ich weiß es nicht. Die normalen Kräuter nehme ich jetzt mal mit. Farbband brauche ich jetzt gleich. Und dann habe ich hier noch jede Menge Zeug, von dem ich gar nicht weiß, wofür ich es brauche. Klar, wir haben die beiden Medaillen. Aber ich weiß im Moment noch nicht, wofür die sind. Wir haben den blauen Edelstein. Ich glaube, ich lasse das jetzt hier erstmal so. Und gucke mich jetzt direkt in den nächsten Räumen um. Ich habe das Gefühl, dass die Magnum wertvoller ist als der Granatwerfer. Deswegen traue ich mich eigentlich gar nicht. Aber irgendwas Starkes müssen wir mitnehmen. Ich probier's mal aus. So. Farbband wieder rein. Und dann widmen wir uns mal den ganzen Räumen hier unten. Möchte ich, glaube ich, lieber zuerst machen. Weil ich noch gar keinen Plan habe, was ich mit dem blöden Adler da machen soll. Wir schauen mal. Was mich die ganze Zeit verwirrt, ist, dass ich hier einen Zombie noch nicht gekillt hatte. Und der aber auch nicht mehr hier ist. Genau, dieser sehr düstere Abschnitt. Zum Beispiel einmal geradeaus und in den Raum. Ja, scheiße, wa? Ich glaube, es nützt halt auch nichts, solange die auf dem Boden liegen, schon mal drauf zu schießen. Oh! Oh, ich glaube, ich mag die Magnum sehr gern. Aber das war ja jetzt richtig nice. Kommt zwar kein Blut raus, aber der Kopf ist halt ab. Also, was soll er noch machen? Cool! Mhm. Gefällt mir ganz gut, die Waffe. Gott, hier ist das. Wieso ist denn hier noch... Naja. Ja, Kraut. Okay. Weil wir gerade so schön dabei sind. Oh Gott, so viel auch. Jetzt können wir so einen richtig fetten Haufen machen. Also... voller Kraut. Warte, nehme ich auf. Für das letzte. Boah, haben wir jetzt viel Heilung. Weil ganz so dick Heilung brauchen wir eigentlich echt selten. Machen wir lieber zwei kleine noch. Ja, damit war es das hiermit auch schon.
Der Flur an sich ist halt noch rot, das irritiert mich ein bisschen. Was soll denn die Musik? Sagt sie was zu dem Bild? Nee. Der Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Das hat sie aber vorher nicht so gesagt, oder? Ich glaube, da drin jetzt ist noch ein normaler Zombie. Nein, was ist das denn? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichtes. Ich denke sofort an meinen blauen Kristall. Warum bin ich ja noch nie in diesen Raum reingegangen? Oder war ich hier schon mal? Hier, den Raum meinte ich eigentlich, ja. Ja, der bewegt sich gar nicht, na gut. Ja, toll. Aber sie geht jetzt auch nicht dran, dass ich schon was tun könnte. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen, sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, als bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Also bekommen sie heute kein Futter. 13. Mai. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinen Armen kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai. Fieber weg, alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai. Juckt, juckt, Scott kam hässlich, habe ich ihn gefressen. Lecker. 4. irgendwas. Juckt. Lecker. So, Achtung, Wetten, jetzt kommt er aus dem Schrank. Ich hätte schwören können. Ist hier noch was? Überall sind Kleidung und diverser Krimskrams verstreut. Ach, das nervt mich, da ist doch was im Schrank. Warum kann ich denn da jetzt nicht dran? Und der auf dem Boden liegt, wacht doch auch auf, obwohl ich schon dran geschossen habe. Ja. Ja, komm, zack. Der andere ist auch aufgewacht, habe ich gehört. Ah, Scheiße. Ich wollte gerade zurücklaufen.
Ich finde es halt immer so ärgerlich, wenn man die schon vorher kalt machen will. Okay, aus beiden kommt Blut. Batteriepark. Cool. Und sie halt gar nicht drauf reagieren. Ich wollte ihn ja schon erschießen. Dann ärgert's mich halt. Man ist schon selber so vorsichtig. Okay, der Raum ist grün. Alles klar. Das heißt, wir gehen zur Inventarbox, holen den blauen Edelstein, gucken mal, ob ich das irgendwas mit dem Tigerkopf machen kann. Aber da stand blau und gelb. Was gelbes habe ich nicht. Ich versuche das trotzdem schon mal. Und ja, ansonsten gibt es dann morgen das hoffentlich Adlerrätsel. I don't know. Irgendwas mit unseren beiden Wappen. Danke fürs Zusehen. Schaltet wieder ein. Bis morgen.